Ja, moin Fogi. Glückwunsch zum Bundesliga-Startelfdebüt. Wie fühlst du dich jetzt gerade so? Bisschen ausgelaugt, aber fühlt sich gut an. Wie war die Nacht? Ihr seid relativ spät wiedergekommen. Jetzt haben wir heute Morgen oder heute Mittag ein bisschen trainiert. Wie war für dich so die Nacht? Erstaunlich gut, also bin auch relativ schnell eingeschlafen, aber ja, mit Hund ist auch nicht so einfach am Morgen. Jetzt nimm uns doch mal mit gestern. Du standst das erste Mal in der Bundesliga, wie gesagt, von Anfang an auf dem Platz, bist dann direkt auf Bayern München getroffen. Wie war es für dich? Ja, ich wusste, dass es ein anstrengendes Spiel wird, dass wir wirklich alles in die Waagschale werfen müssen. Ja, besser kann man sich's eigentlich dann auch nicht vorstellen. Sind gut im Spiel drin, sind giftig, wollen jeden Zweikampf gewinnen, führen dann 1-0, mit der ersten Chance, führen dann 2-0 mit der zweiten Chance. Und kleiner gewissen Weise auch den Platzverhältnissen geschuldet dann, weil Bayern so ihr Spiel nicht aufziehen konnten. Haben in der zweiten Halbzeit schon gemerkt, dass die da ja wahrscheinlich drei, vier Gänge hochschalten werden. Das haben sie in einer gewissen Weise dann auch gemacht, aber wir haben gut dagegen gehalten. Enorm wichtig, dass wir dann nach dem 2-1 sofort nachgelegt haben aufs 3-1. Bisschen schade, es wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen, aber ja, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben, welche unfassbare Qualität die haben. Und deswegen glaube ich, ist der Punkt gut, aber ein bisschen ärgern tue ich mich schon, dass wir dann nicht keine drei mitgenommen haben. Du hast dich ziemlich gut eingefügt, warst beim 3-1 direkt beteiligt, als du auf links einmal den Turbo gezündet hast, sah weggelaufen bist und dann auf Gebi geflankt hast. Nimm uns doch mal mit, wie war das in der Szene? Es ging ja Schlag auf Schlag, Bayern macht den Anschlusstreffer und dann schlagt ihr direkt eine Minute später wieder zu. Wie war das? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte in der ersten Halbzeit schon ein, zwei Mal so einen Ball haben, da habe ich ihn nicht bekommen. Da kriege ich ihn und dass ich da die Laufduelle auch gewinnen kann, das weiß ich. Und in der Mitte ist halt dann, sind dann die Spieler halt, die auf der anderen Seite spielen oder im Zentrum sind halt dafür zuständig, dass sie die Räume besetzen. Und da gebe ich halt natürlich super eingelaufen und musste dann das Ding auch nur noch über die Linie schieben. Das war schon gut. Du hast es jetzt gerade selber so ein bisschen angesprochen. Auf der einen Seite freut man sich über einen Punkt gegen den amtierenden, was auch immer, Champion. Auf der anderen Seite ärgert man sich vielleicht, dass man 2 Punkte hat liegen lassen, weil man ja zweimal mit 2 Toren geführt hat. Wie war denn jetzt so die Stimmung in der Kabine nach dem Spiel und wie erlebst du das heute hier beim Training? Ja, ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, wir dürfen nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben. Deswegen war die Stimmung gut. Ich denke auch mal, dass das hoch verdient war, dass wir den Punkt mitgenommen haben, auf jeden Fall. Ja, wir müssen einfach darauf aufbauen, auf diese Leistung. Und da müssen wir so weitermachen, weil dann sind wir auch schwer zu schlagen und werden dann unsere nötigen Punkte noch holen. Ja, abschließende Frage dazu. Jetzt kommen nochmal ja, mit Wolfsburg, Dortmund, Union, Mannschaften, die spielerisch auch einiges zu bieten haben. Das Spiel von gestern gibt aber ordentlich Selbstvertrauen auch für die kommenden Aufgaben, oder? Ja, definitiv. Ich meine, wir dürfen keinen Prozent nachlassen. Wenn wir das machen, dann wird es schon wieder schwieriger. Die haben alle enorm viel Qualität, gegen die wir jetzt wieder spielen, die nächsten Wochen. Einfach weitermachen, Gas geben, Tore schießen wollen. Fehler sind erlaubt, müssen wir ausbügeln, der nächste dann. Und hinten einfach versuchen, rigoros zu verteidigen, kein Gegentor zuzulassen. Und vorne sind wir immer für ein Tor gut dann. Cedric Brunner, moin hier an der Friedrich-Hagemann-Straße. Wie war die Nacht für dich? Nacht war kurz, wir sind relativ spät nach Hause gekommen. Ich konnte dann auch nicht allzu früh einschlafen. Darum war die Nacht relativ kurz. Gefeiert haben wir zwar nicht, aber war trotzdem heute ein bisschen müde. Wie lange habt ihr ungefähr geschlafen oder du jetzt für dich? Ja, ich bin dann schlussendlich irgendwie gegen 4:30 ins Bett gekommen. Und dann habe ich bis 11 geschlafen. Also bin da auf meine 6,5 Stunden gekommen. Also ist ganz okay. Apropos ganz okay, lass uns mal kurz gestern das Spiel Revue passieren. Wie war das gegen Bayern, so ein 3-3 zu erreichen, bei dem man sich auf der einen Seite vielleicht denkt, Mensch, da wäre mehr drin gewesen und am Ende trotzdem einen Punkt gegen so eine Mannschaft ist doch wahrscheinlich auch überragend, oder? Ja, ich denke schon. Es ist immer so ein bisschen das Fußballerdenken. Anfang des Spiels hätten alle blind den Punkt unterschrieben und danach irgendwie anhand des Spielverlaufs dann zu sagen, ja,
wäre vielleicht doch mehr gewesen. Ist für mich nicht ganz rational, aber ich denke, es können alle super leben mit diesem Punkt. Und ja, wenn du ein bisschen Pech hast, dann verlierst halt das Spiel. Von dem her denke ich, ein Punkt gegen die aktuell weltbeste Mannschaft ist, kann man schon mitnehmen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Die linke Bayern-Seite war natürlich extrem stark mit Davies und Coman. Das wusstet ihr wahrscheinlich vorher. Ihr habt in der Defensive alles reingeworfen und du hast dich in zahlreichen Zweikämpfen gegen Coman immer wieder beweisen müssen, dass das extrem gut gemacht. Trotzdem gegen so einen flinken Weltklasse-Spieler ist es schon auch anstrengend, oder? Ja, unfassbar. Also Spaß macht das nicht, kann man so offen und ehrlich sagen. Wir haben uns zwar vorgenommen, so ein Spiel gegen Bayern zu genießen. Ich meine, wenn du da auf dem Platz stehst, dann ist halt nichts mit genießen, 90 Minuten. Das ist allerhärteste Arbeit, vor allem gegen solche Spiele wie Davies und Coman. Von dem her, vielleicht kann man dann rückblickend sagen, ja, war schon schön, schönes Erlebnis, aber da auf dem Platz ist alles andere als angenehm. Die Woche ist jetzt extrem kurz. Die gestern viel gespielt haben, haben sich heute mehr oder weniger regeneriert. Am Freitag geht es schon wieder gegen Wolfsburg. Wie bereitet ihr euch jetzt in der kurzen Zeit auf die dann wieder intensive Partie vor? Ich glaube, ganz wichtig ist jetzt die Regeneration. Das ist, wir legen den vollen Fokus auf das. Wahrscheinlich werden wir auch nicht allzu viel und intensiv trainieren jetzt zwischen den beiden Spielen. Viel schlafen. Ich habe auch noch ein bisschen was aufzuholen und dann gilt es im nächsten Spiel wieder Gas zu geben. Wahrscheinlich kommen die dann ein bisschen aggressiver als Bayern gestern in der ersten Halbzeit. Dann wünschen wir dir einen guten Schlaf und freuen uns, wenn wir dich dann Freitag ausgeruht in der Schück Arena wiedersehen. Vielen Dank.